Gott, Leute! Willkommen zurück bei der Workshop Gang. Ja, wunderschönes Wetter. Ich bin auf dem Weg nach Kriebstein in Sachsen. Da ist so eine wunderschöne Seepromenade. Und die möchte ich mir natürlich heute mal bei dem wunderschönen Wetter dort ein bisschen genauer anschauen. Ich nehme euch daher mit. Wieder mal auf eine Tour durch das schöne Sachsen. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, lasst am Schluss einen Daumen da, einen Kommentar, irgendwas anderes. Ihr wisst, wie das ist. Ja, so, wir sind jetzt kurz vor Klausnitz. Und wir werden dann irgendwo in Richtung Alpen weiterfahren, von dort aus nach Kriebstein. Mal schauen. Hier riecht es gerade gut, man merkt, man ist auf dem Dorf. Alpen weiter, 3 Kilometer. Ich fahre gemütlich heute. Ich habe eigentlich keine Lust, heute groß Gas zu geben. Wir gehen es heute mal etwas gemütlicher an. Da war ja nur die letzten Tage dieses Unwetter, diese Gewitterfront mit Tornados und dies und jenes. Ich hoffe, ihr seid davon verschont geblieben. Also bei mir selber zu Hause ist es komplett vorbeigezogen. Also es war mal kurz im Moment ein Gewinner. So, mal die Kollegen hier grüßen. Ja, das ist komplett vorbeigezogen. Es war gar nichts groß. Mal kurz ein Gewitter und ein bisschen Regenschauer, aber dann war es das auch schon. Ne? So, blip. Wir müssen wohl einen kleinen Umweg fahren. Ich muss jetzt ein bisschen und mit weiter drum herum fahren. Aber dort, wo ich eigentlich lang fahren wollte, ist jetzt gerade gesperrt. Kriebstein-Tau, 6 Kilometer. Jetzt kommen wir langsam drin. Hier ist die Straße nochmal okay. Aber das wird, was sind denn das hier drin für lila Blümchen? Richtung Parkplatz. Ah ja. Also auf dem Parkplatz, sonst ist da eigentlich gerammelte voll. Muss man mal so sagen. Und hier ist eine kleine Besonderheit. Deswegen halte ich mal an. Also die meisten halten ja hier oben auf dem Parkplatz. Nicht zur Übernachtung gedacht, aber sonst steht ja alles ganz gut da. Na, Parkscheine an den Parkautomaten, könnt ihr euch dort holen. Aber die Besonderheit ist, in Richtung der Seeterrassen unten, muss man sagen, wer dort unten was essen tut oder trinken tut oder sonst irgendwas, da haben die ihren alten Parkplatz, sind 500 Meter hier runter zu. Also gerade für den Motorradfahrer, es ist ja viel schöner, wenn man das runterfahren kann, weil in so einer Lederkombi ist das natürlich auch nicht gerade immer sehr angenehm. Also zu den Seeterrassen in Kriebstein, unten an der Talsperre kann man unten gratis parken. Mal zur Information. Und was machen wir natürlich? Wir fahren bis runter. Hier schon mal drüber. Fährt ein bisschen gemütlich runter. Ist also, wie gesagt, auf dem Wanderweg hier gleichzeitig. Obwohl es eine öffentliche Straße ist, muss man natürlich sagen. Es ist eine öffentliche Straße. Aber wird natürlich hier von Südstängern benutzt und alles. Also, Leute,
Dahergehend kam es in gemütliche Runde. Parken für Rollstuhlfahrer. Was denn genau hier? Okay, die Tür kann mir ein bisschen leid tun. So, hier unten sind wir jetzt bei den Seeterrassen oder bei der Uferterrasse. Ja, hier gibt es natürlich jede Menge Gaststätten. Kleine Imbisse, Verlosung und was nicht noch alles. Und da gucken wir natürlich, dass wir jetzt hier irgendwo einen Parkplatz kriegen, den wir kriegen. Weilen. Ich weiß, dass wir hier einen Parkplatz kriegen. So. Was fängst du da? Radler, kalte Radler, geht immer. Hier ums halbe See rumläuft bis nach Launheim, ja. Und dann mit der Fähre wieder zurückfährt. Ja. Ein richtig schöner Nachmittagsspaziergang. Und da ist cool. Da haben wir drüben noch einen Wirt. Da haben wir einen Kaffee. Schönes gegessen, hat ein bisschen Spaß. Ja, Leute, wie gesagt, also kann jetzt noch mal hier rüber gucken. Aber ich denke, das Ausflugsziel lohnt hier auf jeden Fall. Ne? Also wer dann so eine Dampferfahrt nicht machen will, kann auch das. So, wollen wir uns noch was zum Anziehen holen? Ja, ich glaube eher weniger. Peplonhemd, fahren wir wieder in Richtung Heimathafen. Jo, alles free. Ja, ich hoffe, euch hat der kleine Ausflug an die Seeterrassen in Griebstein an der Talsperre gefallen. Wie gesagt, ein kurzer Ausflug, mal ein kurzer Einblick. Weil ich möchte nicht ganz so viel zeigen, damit sich der Ausflug auch noch lohnt. Ich hoffe, vielleicht sieht man sich mal dort. Ich wünsche euch allen viel Spaß, wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag.
lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Zu Workshop Gang. Bye bye.